deswegen muss man auch diesen Ort weiterpassen. Was ganz wichtig ist, ist das sogenannte Risale-Prinzip, das Prinzip des Einvernehmen. Also wir haben das auf drei Ebenen. Es gibt einmal das Einvernehmen mit sich selbst, dann mit der Gesellschaft und mit der spirituellen Gemeinschaft. Also auch das ist ein wesentliches Prinzip im Alevitentum, darauf werde ich auch jetzt nicht im Detail eingehen. Besonders ist hierbei, dass zum Beispiel in der Djem-Zeremonie der Geistliche, bevor er dann den Gottesdienst beginnt, also die Zeremonie, fragt er nach dem Einvernehmen, also er fragt die Gemeindemitglieder, ob sie mit ihm einvernehmlich sind, ob er überhaupt die Zeremonie leiten darf, fragt also um Erlaubnis. Dann holt er sich natürlich das Einvernehmen von seinen Gemeindemitgliedern ein und fragt auch nochmal, ob es untereinander irgendwelche Streitigkeiten gibt und auch die Gemeinde auch untereinander in Einvernehmen ist. Das sind natürlich sehr besonders und das gewährleistet einfach auch dieses Prinzip, gerade weil die Djem-Zeremonie ja modellhaft ist und man soll diese Prinzipien dann natürlich auch auf den Alltag beziehen. Ein wichtiges Element ist noch das rituelle Gebet. Das Sema, da werden unter anderem auch die Vögel nachgeahmt, zum Beispiel der Kranich, der für gute Botschaften und für die Monogamie steht. Es gibt auch lokal verschiedene Tänze mit meist folkloristischen Trachten, aber das ist natürlich keine Pflicht. Hier haben sie einfach mal nur so ein paar Bilder dazu und einen Einblick. Ja, hier haben Sie einmal einen Überblick über die Feier- und Gedenktage. Das haben wir mal im alevitischen Religionsunterricht erstellt, weil die Kinder immer auch sagten, ja, wir haben ja nur Trauertage. Das heißt also, die Trauertage und die Gedenktage werden natürlich in den alevitischen Gemeinden besonders intensiv zelebriert. Und sowas merken sich natürlich Kinder. Und dann haben wir gesagt, ja, dann schauen wir doch mal, wie sieht das überhaupt aus. Und wir haben sie einfach farblich markiert. Und wir sehen sie an den Farben auch, dass es nicht nur Gedenktage oder Trauertage gibt, sondern dass wir auch sehr fröhliche Tage haben. Und wir sind gerade im Hizr-Monat, ja, also das Hizr-Fasten findet ja immer in der zweiten Februarwoche statt und das ist deswegen ein besonderer Anlass, dass es gerade auch auf diesen Tag fällt und wir hier an diesen besonderen Gedenktagen hier im Landtag sind und was über unsere Lehre erzählen können. Somit bin ich auch am Ende meines Vortrags angelangt. Also wie gesagt, ich wollte Ihnen nur einen ersten Einblick geben. Ich kann natürlich in 10, 15 Minuten nicht so weit in die Tiefe gehen. Ich hoffe aber, dass Sie einen ersten Einblick in unsere Geschichte und Lehre erhalten haben. Und für weitere Detailfragen können Sie natürlich auch die Pause nutzen und auf mich zukommen. Bevor ich Ihnen aber allen einen besinnlichen Abend wünsche, möchte ich noch eine Bitte formulieren. Lassen Sie uns zusammen für eine Welt streiten, in der wir, um es mit den Worten des türkischen Poeten Nazım Hikmet zu sagen, frei wie ein Baum, aber brüderlich wie ein Wald leben können. Lassen Sie uns daher heute gemeinsam das Brot brechen und so ein Zeichen setzen, um zu einer friedlicheren Welt gemeinsam beizutragen, in der wir einvernehmlich leben und uns mit gegenseitiger Achtung begegnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Jürges. Nun möchte ich Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Thorsten Schäfer-Gümbel, ans Pult bitten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Janine, lieber Herr Reul, liebe Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Familie, stellvertretend Herr Oberbürgermeister Manfred Wagner, lieber Manfred, meine sehr verehrten Ehrengäste, stellvertretend Vorsitzender der AGA, der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens, lieber Enis Gülligen, meine lieben Mitglieder der alevitischen Gemeinde, lieber Isan, zunächst die allerherzlichsten Glückwünsche zum 30. Jubiläum, zum 30. Geburtstag. Auch im Namen meiner beiden Kollegen aus der SPD-Landtagsfraktion, Turgut Yüksel, der seit vielen Jahren auch ein festes Verbindungsglied zwischen der Gemeinde und der sozialdemokratischen Familie ist,
aber auch Frank-Thilo Becher, einem neuen Abgeordnetenkollegen, der religions- und kirchenpolitischer Sprecher meiner Fraktion ist. Auch in deren Namen möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Wir sind aufgefordert worden, ein kleines Grußwort zu sprechen. In einem Grußwort darf man über alles reden, nur nicht über 5 Minuten. Und das ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, weil es vieles zu sagen gäbe, gerade auch in dieser Zeit und weil so vieles Kluges heute Abend schon gesagt wurde. Ich will es versuchen und will mit dem Wichtigsten beginnen, nämlich dem, was sich durch alle Wortbeiträge aus der alevitischen Gemeinde nicht nur am heutigen Abend zieht, sondern was die Tradition der alevitischen Gemeinde ist und sich in vielen Gesprächen manifestiert hat in der Vergangenheit und ich bin sehr zuversichtlich auch in der Zukunft. Das ist nämlich der feste Willen und das klare Verständnis von Zusammenarbeit, Zusammenhalt, von Integration, von Respekt und wechselseitiger Begegnung. Und das ist in diesen Tagen so unendlich wichtig. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass wir erstmals seit 1949 Rechtspopulisten und ich sage das mit Bedacht Faschisten im Hessischen Landtag sitzen haben. Und das verändert die politische Kultur und das Zusammenarbeiten in diesem Parlament. Es fordert uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass im Moment nicht nur Parlamentarierinnen und Parlamentarier, auch das ist schon angesprochen worden, sondern darüber hinaus wir als Gesamtgesellschaft, als Zivilgesellschaft aktiv dafür etwas beitragen, damit unsere demokratischen Traditionen noch weiter stark bleiben. Hier ihnen Ausdruck eben in Artikel 1 des Grundgesetzes finden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, zur Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und ich ergänze aller zivilen und persönlichen Verpflichtung zugleich. Der für mich bedeutendste Ministerpräsident unseres Bundeslandes, Georg August Zinn, der die ersten 2 Jahrzehnte unseres Bundeslandes lenkte, hat viele kluge Sätze gesagt. Der für mich wichtigste, den ich in den letzten Jahren jeden Tag zitiert habe, lautet: Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sie ist eine Lebenshaltung. Dieser Satz bringt so einfach auf den Punkt, dass es nicht nur darum geht, ob man sich in diesem Parlament hier oben an Regeln hält, sondern dass die Frage, ob unsere Demokratie funktioniert oder nicht, sich daran entscheidet, ob jeder Einzelne hier in diesem Raum und viele andere darüber hinaus sich für sich selbst und für den Nachbarn verantwortlich fühlen. Ob wir die Kraft aufbringen, in wechselseitigen Respekt Argumente auszutauschen, in der Lage sind, Kompromisse zu finden, weil der Kompromiss ist der Wesenskern einer jeden demokratischen Ordnung, der darauf setzt, dass man sich im demokratischen Wettstreit mit Argumenten misst, im Respekt davor, dass der andere möglicherweise Recht hat, weil er das klügere und richtigere Argument hat. Und man am Ende zum Ergebnis kommt, dass man ihm möglicherweise sogar folgt. Also die Möglichkeit, sich selber in Frage zu stellen. Und ich sage das alles, weil die alevitische Gemeinde genau dafür steht. Mehr als viele andere in ihrer gesamten Tradition und ganz sicherlich auch als Ausdruck der eigenen Unterdrückungs- und Verfolgungsgeschichte. Und deswegen bin ich heute Abend so gerne hierher gekommen. Das gilt auch zweitens, weil Religion für mich persönlich ein wichtiges Element in der Verständigung ist. Religion, die sich auf einem festen Wertefundament bewegt, aber eben in dieser demokratischen Tradition steht, nicht allein Vertretungsanspruch manifestiert, sondern in der Lage ist, die Gleichberechtigung unterschiedlicher Religionstraditionen und religiöser Vorstellungen miteinander in ein Gleichgewicht zu bringen, ist eine Riesenchance für diese Integrations- und Demokratieaufgabe, die wir vor uns haben. Da, wo sie ausgrenzend wird, wo sie abgrenzen wird, da verkehrt sie sich in das Gegenteil.
Und auch in dieser Tradition versteht sich die alevitische Gemeinde. Auch deswegen ist die alevitische Gemeinde ein Treiber in der Integration und Zusammenarbeit. Und dafür sind wir als hessische Sozialdemokratie, sind Turgut Yüksel, Frank-Thilo Becher und ich auch persönlich sehr dankbar, weil wir das nicht an jeder Stelle erleben. Und deswegen will ich Ihnen am Ende meines kurzen Grußworts ein Versprechen abgeben. Dieses Versprechen hat zwei Teile. Der erste ist, dass die wunderbare Zusammenarbeit der letzten 30 Jahre, die durch viele persönliche Begegnungen gestärkt ist, auch in den nächsten Jahrzehnten weiter gelten soll. Und zweitens, dass wir als hessische Sozialdemokratie unseren Beitrag dazu leisten, dass das, was in Hamburg, in Bremen und jetzt auch in wenigen Wochen in Rheinland-Pfalz möglich geworden ist, dass es nämlich zu einem Grundlagen- und Staatsvertrag zwischen der Regierung und der alevitischen Gemeinde kommt, auch in Hessen Wirklichkeit wird. Wir werden Sie dafür unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schäfer-Gümbel. Nun darf ich Herrn Michael Reul auf die Bühne bitten. Er ist Landtagsabgeordneter der CDU. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen aus dem Hessischen Landtag, liebe Janine Wissler, lieber Thorsten Schäfer-Gümbel, Turgut Yüksel und auch Thilo Becher, die heute hier anwesend sind. Ich greife es extra zu Beginn heraus. Sie können daran erkennen, welche Wertigkeit wir dieser Veranstaltung hier einräumen. Und lieber Isan, ich habe mich sehr gefreut, dass es uns gelungen ist, diese Veranstaltung hier im Hessischen Landtag zu organisieren und durchzuführen. Ich finde, sie gehört hierhin. Es ist angemessen, zu einem solchen Jubiläum das hier zu veranstalten. Und wir sind gemeinsam, glaube ich, sehr froh. Es war nicht ganz einfach, aber wir haben es in kürzer Zeit gemeinsam hinbekommen, auch mit dem neuen Landtagspräsidenten, dass diese Veranstaltung hier stattfinden kann. Und es ist angemessen zu einem 30-jährigen Jubiläum, dass wir dies hier gemeinsam begehen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute hier eingeladen bin und überbringe auch die Grüße der CDU-Fraktion, unseres Fraktionsvorsitzenden Boddenberg, und möchte auch meinen Kollegen, der bedauerlicherweise heute nicht hier sein kann, Ismail Tipi, entschuldigen. Er wollte eigentlich an der Veranstaltung teilnehmen. Es ist ihm leider nicht möglich gewesen, sowas aufgrund anderer Termine. Aber, meine Damen, meine Herren, Sie können es erkennen, und das ist in den Worten vorher schon gesagt worden, welche Wichtigkeit es hat, diese Tradition, 30 Jahre alevitische Gemeinden hier in Deutschland, in Hessen zu haben und zu pflegen. Und lieber Jesan, ich darf das sagen, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im Sommer. Aber es war sofort eine Sympathie vorhanden. Und es war eine Sympathie vorhanden, ganz einfach für die Sache, für das gemeinsame Bestreben an Integration, für das gemeinsame Bestreben, einer Religionsgemeinschaft den Raum zu geben, den sie braucht, sie zu unterstützen, sie zu fördern und auch ihr die Möglichkeit zu geben, ihre Religiosität hier auszuüben mit der Unterstützung aller hier lebenden Deutschen. Und damit wir dies gemeinsam tun können, freut es mich, dass wir heute gemeinsam auf dieses 30-jährige Jubiläum begehen können. Denn Integration wird nur dann gelebt, wenn wir sie auch gemeinsam erleben. Meine Damen und Herren, es ist auch schon angesprochen worden, aber ich will es trotzdem betonen. Der Religionsunterricht, ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe hier Senay Khan sitzen, die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes. Wir haben ein Gespräch zusammen auch schon geführt mit dem Kultusminister, wo wir uns über dieses Thema ausgetauscht haben und dieses Thema auch besprochen haben. Und ich glaube, wir sind in Hessen hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es wurde auch angesprochen, dass es natürlich weitergehen soll, nicht nur in der Grundschule, sondern ab dem 5. Schuljahr, und dass es auch weitergehen soll. Und deshalb, ich bin sehr dankbar für diesen kurzen geschichtlichen Einblick, den ich heute hier genießen durfte. Denn auch mit einer Stiftungsprofessur dort voranzugehen und gerade das Alevitentum auch auf eine Hochschulbasis zu stellen, wissenschaftlich zu begleiten, es voranzubringen und auf feste Füße zu stellen, ist ein weiterer wichtiger Punkt, den wir gemeinsam brauchen für das gemeinsame Verständnis, für die Pflege der Tradition, für die Pflege des Alevitentums, aber auch für uns alle gemeinsam, dass wir ein
grundlegendes Verständnis miteinander gewinnen für das Denken des anderen. Und mein Vorredner Thorsten Schäfer-Gümbel hat das schon sehr intensiv ausgeführt. Natürlich muss für uns gemeinsam auch das Interesse gegeben sein, dass wir dies dann auf eine staatliche, vertragliche Basis gemeinsam stellen. Ich glaube, dies ist ein Ziel, was wir anstreben sollten. Wie schnell das erreichbar ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Aber ich glaube, wenn wir uns hinter diesem Ziel gemeinsam vereinbaren, dann kann es uns auch gelingen. Und es ist lobenswert, es ist erstrebenswert, dies gemeinsam erreichen zu wollen. Und wir machen uns heute Abend auch mit dieser Veranstaltung hier im Hessischen Landtag einen weiteren Schritt auf diesem Weg nach vorne. Und ich glaube auch, und das möchte ich betonen, weil das natürlich ein Thema ist, was, ich sage, die meisten Fraktionen im Hessischen Landtag umtreibt. Das ist einfach das Thema, wie gehen wir miteinander um? Wie argumentieren wir? Wie leben wir in der Gesellschaft zusammen? Wie arbeiten wir zusammen? Und da ist es ganz einfach, ganz wichtig und entscheidend, dass wir in der heutigen Zeit den Kräften, die uns daran hindern wollen, die uns auseinandertreiben wollen, die mit Hass agieren, die spalten wollen, dass wir diesen Kräften keinen Raum geben, sondern dass wir diese Kräfte auch wieder zurücktrennen und dass wir unsere Gemeinsamkeiten pflegen, unsere demokratischen Grundlagen auch weiterhin schützen und dass wir sie verteidigen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratie muss jeden Tag wieder auf das Neue erkämpft werden, erarbeitet werden und muss gepflegt werden. Es ist kein Selbstzweck. Wir leben seit 70 Jahren zum Glück in Deutschland und in Europa in Frieden. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und der Hinweis sei mir heute Abend erlaubt. Im Mai finden Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Wir müssen aufpassen, dass bei den Wahlen nicht diese Kräfte die Oberhand gewinnen, die spalten, die trennen wollen und die etwas anderes wollen, die Friedensgemeinschaft aufkündigen wollen. Uns muss es, glaube ich, gemeinsam gelingen, jeder an seinem Ort persönlich zu überzeugen, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, in Frieden, in Gemeinschaft und in Einheit zu leben. Dazu gehört das, dass wir wie heute Abend gemeinsam auch so etwas begehen, dass wir gemeinsam uns zuhören und den Argumenten auch öffnen an dieser Stelle und auch, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle uns noch fremd scheint, dass wir es kennenlernen, dass wir es achten, dass wir es respektieren und dass wir es gemeinsam fortentwickeln. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich will es heute Abend nicht zu lange bewenden lassen. Thorsten Schäfer-Gümbel hat es angedeutet, ein Großwort über 5 Minuten ist immer sehr, sehr schwierig. Wir wollen ja auch, und wir haben dann noch ein Großwort auch von Janine Wissler, wir wollen ja auch gemeinsam dann ins Gespräch kommen können, gerne bei dem gemütlichen Teil, der sich dann anschließt. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Es ist mir eine große Freude, dass es hier im Hessischen Landtag stattfinden kann. Und lieber Isan, für deine Arbeit und die für Senai, euch beide kenne ich ein bisschen mehr persönlich. Weiterhin viel Erfolg, viel Energie, viel Schaffenskraft. Macht bitte weiter so und bringt die gemeinsame Sache weiter voran. Herzlichen Dank und sehr viel Glück für die Zukunft auch des Alevitischen Verbandes. Ich sage nicht für die nächsten 30 Jahre, ich will es gar nicht begrenzen, sondern für die Zukunft. Alles, alles gut. Vielen Dank, Herr Reul. Nun möchte ich Frau Janine Wissler, Landtagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende der Linken, auf die Bühne bitten oder ins Pult. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen aus dem Landtag, liebe Mitglieder der Alevitischen Gemeinde, Merada Canla, herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier ein Grußwort zu sprechen. Ich überbringe die Grüße der Linken zum 30-jährigen Jubiläum der Alevitischen Gemeinde und ich bin froh und ich bin sehr froh darüber, dass Sie diesen Jubiläumsempfang hier im Hessischen Landtag, im Hessischen Parlament machen können, weil das auch ein ganz klares Zeichen ist, auch in die Öffentlichkeit, sowohl in die Gemeinde, aber auch in die Öffentlichkeit hinein. Ja, natürlich gehören die Aleviten zu Hessen und es ist richtig und wichtig, dass sie dieses Jubiläum hier im Landtag begehen und nirgendwo anders. Ich finde, dass es auch eine Anerkennung ist für die wichtige Arbeit, die sie leisten und die sie in den letzten 30 Jahren geleistet haben, für ihren Einsatz für ein friedliches Zusammenleben, für den interreligiösen Dialog, für die Rechte von Minderheiten,
dass sie sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Migrationshintergrund gleiche Rechte haben, dass sie gegen die Diskriminierung in Gesellschaft, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und auch in der Schule und auch beim Wahlrecht auch dagegen sich einsetzen. Gerade beim Thema Wahlrecht ist das ja auch die Frage, wie setzen wir endlich durch, dass es Wahlrecht gibt für alle Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben. Und an der Stelle kann ich sagen, stehen wir an Ihrer Seite. Ihr Eintreten für Solidarität und Gerechtigkeit, für eine Gesellschaft, in der alle Menschen in Würde leben können und ohne Armut, aber natürlich auch verbindet uns Ihr Einsatz für Frieden und für Verständigung und für Religionsfreiheit, sowohl hier, aber natürlich denken wir dabei auch an die schwierige Situation der Aleviten und der Kurden, gerade in der Türkei. Und deshalb gehört unsere Solidarität allen demokratischen Kräften in der Türkei, die für ein friedliches Miteinander, die für Frieden und die für Demokratie kämpfen. Uns verbindet der Kampf gegen Rassismus und für eine weltoffene, kulturell vielfältige Gesellschaft, in der niemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion und seiner Hautfarbe diskriminiert und angefeindet wird und ausgegrenzt wird. Und ich will ganz deutlich sagen, dass wenn heute Migrantinnen und Migranten, Muslimen, Muslimen, Jüdinnen und Juden angegriffen werden aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion, dann ist das nicht nur ein Angriff auf diese Personen, sondern es ist ein Angriff auf die Demokratie insgesamt. Und deswegen sind natürlich alle Demokratinnen und Demokraten gefordert, sich dem entgegenzustellen. Und sich auch dem entgegenzustellen, dass Migranten, dass Migration zu einem Problem erklärt wird, dass Migrantinnen und Migranten zu Sündenböcken gemacht werden für Probleme, die es in diesem Land gibt und die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist natürlich, und das haben meine Vorredner angesprochen, gerade jetzt besonders aktuell in einer Zeit, in der eine offen rassistische Partei in den Parlamenten, ja auch hier im Hessischen Landtag sitzt, in einer Zeit, wo die Gefahr von rechts rassistisch motivierte Gewalt und Anfeindungen zunehmen. Hier ist es eben besonders wichtig, hier zusammenzustehen und deutlich zu machen, dass man nicht zulässt, dass Menschen diskriminiert und angefeindet werden aufgrund von Religion, Herkunft oder Hautfarbe. Und in diesem Sinne, und weil ich mir auch sicher bin, dass wir diesen Einsatz gemeinsam fortsetzen werden, in diesem Sinne alles Gute zum 30. und dann alles dann auf die, in diesem Sinne auf die nächsten 30 Jahre. Vielen Dank. Frau Wissler, wenn Sie aufs Programm schauen, erkennen Sie, dass das letzte Grußwort hätte von Thailand Boju ausgerichtet werden sollen. Wie am Anfang schon erwähnt, hat er sich kurzfristig leider krank melden müssen. Somit ist der erste Teil voller Reden und Grußworten hiermit vollbracht. Wir laden Sie nun mal ein in Begleitung das Concerto for Violin and Cello, eingespielt von Nure Dilovani und Susanne Hirsch, sich an den Speisen im Foyer, den dortigen Informationsständen und Ausstellungen und diversen Austausch zu erfreuen.